Wenn du für dich mal klar und deutlich machen möchtest, wie das mit dir weitergeht, dann stell dir auch mal die Frage, was machst du an den Tagen, wenn du jetzt merkst, du kommst nicht weiter. Das verhält sich wirklich so, dass sich das alles nicht mehr irgendwie in Bewegung setzt. Du kommst nicht in Gang und du trittst im Grunde genommen immer wieder auf eine Stelle. Was machst du in diesen Fällen, wo sich eigentlich kein Vorsprung, kein Fortschritt bei dir abzeichnet? Dann sind die meisten demgegenüber so, dass sie sich einigeln, dass sie sich einfach nur sagen, hey, ich komme nicht weiter und lassen es brach liegen. Obwohl sie im Grunde genommen schon kurz vorm Ziel sind, dann flippen sie aus und fragen sich, was habe ich dafür Zeit, Geld oder irgendwelche Momente reingesteckt, und die haben nicht das Ergebnis letztendlich bereitet, da wo sie sich das drauf haben irgendwo ausgemalt und ausgelegt. Und da kann man immer wieder für sich herausfinden, wie weit ist man eigentlich bereit, diese Schritte zu gehen, die dafür notwendig sind, um auch letztendlich da dann rauszukommen, wo man das letztendlich sich erwünscht, ersehnt. Und da, ja, da ist da wirklich ein Unterschied, der da notwendig ist. Und da kannst du für dich herausfinden, wie ist das grundlegend für dich eigentlich? Was sind die Ambitionen, die Anreize, um da irgendwann mal hinzukommen? Weil die signalisieren dir immer mehr, was passiert, wenn du so weit gehst, und du gehst tatsächlich so weit, weil dir alles andere egal ist, aber das Ziel hast du ganz klar und deutlich vor Augen. Und daran kannst du wirklich einen Unterschied abhängig machen. Schau dir das an, schau dir meinen YouTube-Kanal an und teile es mit anderen Menschen, die das wissen und hören müssen. Diesen nimmst du an.